Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 24. August 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, der Gerhard Pfister, unser Lieblingspräsident von der Lieblingspartei Mitte, hat das Interview gegeben, dem Blick. Und zwar zur SRG und ist durchaus bemerkenswert, was er dort sagt. Ja, er ist ja bekannt als SRG-kritischer Politiker. Das macht der SRG auch Sorgen. Das weiss man in ganz Bundesbern. Er sagt, er drückt zwar die Halbierungsinitiativen ablehnen, sie gehen nicht zu weit, die SRG sei wichtig, betont er auch ganz fest. Aber er sagt auch, es brauche einen Gegenvorschlag. Man müsse den Servicepublik von der SRG, den müsse man definieren, knallen. Man müsse über das Online-Angebot reden, man müsse darüber reden, was die Rolle ist von der SRG. Und ich glaube, das löst wieder ein paar höhere Blutdrücke aus bei der SRG. Wobei, man muss also schon sagen, der Gerhard Pfister hat sich enorm gemässigt, was SRG betrifft. Er war früher einer der härtesten Kritiker gewesen und vor allem eben auch inhaltlich, oder? Politisch hat er sie kritisiert. Das hört man nicht mehr so viel. Seit der Präsident ist von der Mitte, spielt sicher auch eine Rolle, dass der Verwaltungsratspräsident von der gleichen Partei ist, der Jean-Michel Chino. So viel ich weiss, haben die einmal ziemlich einen grossen Krach gehabt wegen dem und so weiter. Aber letztlich ist natürlich das beim ganzen Komplex SRG halt auch das Thema, wo die SRG aus meiner Sicht total unterschätzt, dass etwa die Hälfte vom Land, nein, ist eigentlich mehr, wo bürgerlich ist, natürlich weiss, die SRG ist, ja, nicht so ausgegangen, wie sie eigentlich sollte sein. Es ist nicht die Finanzverwaltung von den Medien. Und dann geht's im Interview ganz stark um die Bundesratsfrage. Und das müssen wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Er hat auch am Dienstag, am Wahlkampfauftakt von der Mitte, von den Medien, zu dem Stellung genommen. Er hat drei Sachen betont. Erstens, die jetzige Zusammensetzung vom Bundesrat, die spiegelt Kräfteverhältnis nicht wieder. Also, dass die, er sagt dem Podestformel, also, dass eben die grössten drei Parteien zwei Sitze haben und die vierte eine. Und da hat er natürlich ein bisschen einen Punkt, weil eine von diesen drei ist besonders gross und die anderen sind fast so klein wie die vierte. Der zweite Punkt, er hat aber auch gesagt, wir wählen niemand ab. Und der dritte Punkt war, Wahlen müssen aber irgendwann einmal auch Folgen haben. Wie siehst du das? Ja gut, ich glaube, das Wichtigste ist die zweite Antwort, oder? Das heisst wirklich ganz klar, dass im Dezember ganz sicher nichts passiert. Weil es wird niemand zurücktreten von der bisherigen Bundesrat, ausser der Alain Berset, wo wir wissen. Und von dem her wird es sicher keine Verschiebungen geben. Und natürlich müssen Wahlen Konsequenzen haben. Die Frage ist, wie tut man Wahlen interpretieren? Das ist nämlich der Punkt, weil er weiss selber, dass zum Beispiel die Mitte, kann man durchaus sagen, ja, die Mitte hat einen Bundesrat und die Grünen nicht. Und dann kommen die von der Mitte und sagen, ja, wir haben halt im Ständerat so viele Leute. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Zurecht. Das finde ich auch zu Recht. Im Parlament gibt es Mehrheiten und die sind mal entscheidend. Und das andere ist, wo der Gerhard Pfister vielleicht auch nicht so gern sagt, letztlich ist die härteste Währung für Bundesrat, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist Referendumsfähigkeit. Und die Mitte als Partei würde ich jetzt auch schon ein paar Fragezeichen setzen, ob die noch referendumsfähig sind, die wichtigen Vorlagen, ob sie allein könnten das Referendum gewinnen. Nicht so sicher, die FDP kann es auch nicht mehr. Also von dem her kann man durchaus mal sagen, ja, wäre noch gut, es würden mal alle wieder mal antreten. Ich kann den Gerhard Pfister eigentlich nur darauf hinweisen, und ich glaube, er war nie für die Volkswahl gewesen, aber die Volkswahl wäre eigentlich für seine Probleme sicher das Beste. Auch der Gerhard Pfister würde wahrscheinlich in einer Volkswahl viel, viel besser abschneiden als sehr viele andere von diesen bisherigen Bundesräten. Ja, vielleicht sogar besser als seine Bundesrätin Viola Amherd, oder? Das ich habe jetzt nicht genannt, welche Bundesrätin. Bei Bern einfach nennen wir Namen. Nein gut, aber dann muss man jetzt ehrlich sein, also die Viola Amherd ist zurzeit enorm populär. Ich glaube jetzt nicht, dass der Gerhard Pfister so populär wäre, weil er ist ja wirklich, und Gott sei Dank, auch noch eine Kratzbürste, und das ist ja nicht bei allen beliebt. Viola Amherd ist da ein bisschen pflegeleichter. Nein, aber er wäre sicher einer der erfolgreichsten Kandidaten, und ich glaube, da wäre vielleicht durchaus auch mal wieder zu diskutieren. Aber wie gesagt, Wahlen müssen Konsequenzen haben, selbstverständlich, aber wenn man die reine Arithmetik immer betrachtet, dann ist das meiner Meinung nach für das Schweizer
politische System immer zu kurz gegriffen. Das Referendum ist eigentlich die härteste Währung. Vielleicht einfach noch das beste Quote, das ich gefunden habe in dem Interview im Blick von ihm, eben wo dann der Journalist ihn zu Recht darauf anspricht, dass die drei Punkte sich ja ein bisschen widersprechen, oder? Wahlen müssen Konsequenzen haben, wir wählen niemand ab, oder? Dann sagt er ja, dass sie eben Bundesratswahlen sind, Zitat, die Quadratur des Kreises. Grossartig. Genau, das ist der promovierte Germanist. Wo, wie hat's Hans geheissen? Hat die Zukunft eine Zukunft? Hat der Pfister eine Pfister-Zukunft? Ja, da würde man sagen, ja, er hat Zukunft, aber schauen wir mal weiter. Gut. Ein anderes grosses Thema, wo, es jetzt zu reden gibt und alle, die wahrscheinlich beschäftigt, ist, der Absturz vom Chef von der Wagner-Truppe, ein Prigozhin. Ein ganz grausiger, barbarischer Kriegsherr. Aber hat sich jetzt ein bisschen unbeliebt gemacht beim Putin, hat gemeutert gegen den Putin. Und natürlich, wir wissen nichts, es ist ein grosses Reich in Russland, verschlingt der grosse Boden alles. Aber es ist schon ein keiber Zufall, dass ausgerechnet der Herr Prigozhin jetzt plötzlich muss abstürzen. Ja, es schmeckt ein bisschen nach einem Anschlag, aber wir wissen eigentlich nichts. Dominik, wie schätzt du ihn? Ja, eben, das ist typisch bei diesen Sachen, muss ich sagen, fällt mir als Journalist auch ein bisschen schwer. Man hört viele Sachen, Fakten gibt es wenig und wenn, sind die Quellen von diesen Fakten dubios. Was man dann, das Einzige, was man dann macht, oder, irgendeine Meinung dazu haben, und da bin ich eigentlich ein bisschen dagegen, ist schwierig. Meinungen wachsen wie Unkraut, das hat, glaube ich, der Konstantin Seibt einmal gesagt. Ja. Wie Haar. Oder wie Haar. Ja, gut. Ob Haar oder Rauchhaut, es ist beides nicht das, was am Schluss guten Journalismus ausmacht. Und es ist schwierig, was auch immer da passiert ist. Ich meine, an Putin traut man alles zu, ist klar. Dass der Typ sich unbeliebt gemacht hat, mit seiner Aktion da, wo er Richtung Moskau gefahren ist, ist auch klar. Der Mann hat ein riskantes Leben geführt. Was jetzt genau für Auswirkungen sind, ist genauso schwierig. Also seine Leute, die, man sagt ja mehrere 10.000 oder 10-20.000 habe ich schon gelesen. Was die jetzt machen, wenn die unterstellt sind, sind das einfach so marodierende Freischaren. Lauter Fragen. Gleichzeitig ist heute Unabhängigkeitstag in der Ukraine. Wird dort gefeiert. Es hat auch so eine Art Kommandoaktion auf der Krim gegeben. Auch das weiss ich nicht recht, wie das einzuschätzen ist. Sehr schwierig. Genau, und vielleicht werden wir mal noch mehr erfahren. Aber wie gesagt, also Wladimir Putin ist bekannt dafür, dass er nicht sehr zimperlich ist mit politischen Gegnern. Ganz genau nachweisen hat man sehr viele Mordfälle, die komischerweise auftreten sind in Russland, nie ganz. Wobei die Anschläge, die es gegeben hat gegen russische Agenten, zum Beispiel die in England, die sind eigentlich meiner Meinung nach, also es ist einfach so klar. Mhm. Putin hat die Leute umgebracht und von dem her würde ich sagen, ja, also der hat sicher keine Hemmungen, einen Gegner wie der Prigozhin zum Abstürzen zu bringen. Aber wie gesagt, vielleicht werden wir noch mehr erfahren. Gut, wir gehen wieder zurück in die Schweiz und zwar auf Zürich. Der FDP Zürich im Gemeinderat hat eine gute Idee gehabt, und ist abgestürzt, auch abgestürzt. Was ist es? Genau. Die FDP hat nämlich beantragt, dass man zum Bekämpfen von der Wohnungsnot auch ein bisschen das Angebot der Wohnungen erhöht und also erlaubt, dass man überall einen Stock mehr aufbaut. Also, ein bisschen, also überall, wo's zulässig ist, also wo es nicht irgendwie denkmalgeschützt ist oder irgendwie so. Und das würde natürlich erstens eine Dynamik auslösen, dass wir das Angebot erhöhen. Es ist klar, wie viel denn das durchschlägt auf den Wohnungsmarkt, das ist fraglich. Aber dass man Städte in die Höhe baut auch, ist für mich eigentlich klar gescheitert, ist es aber an der vereinigten links-grünen alternativen Macht im Zürcher Stadtparlament, wo aber dreimal hat man müssen abstimmen. Erst beim dritten Mal hat es dann geklappt, vorher war es immer ein Patz gewesen. Genau, und das ist natürlich ein interessantes Thema. Es ist ein Muster, das wir schon ein paar Mal diskutiert haben auf Bern einfach, dass die Linken zwar zum Beispiel die Energiepolitik oder alles verunmöglichen, was mehr Energie bringen würde. Sie finden Wasserkraftwerke, dürfen die Staumauern nicht erhöhen. Sie tun Atomkraftwerke natürlich absolut verteufeln. Und selbst bei den Solaranlagen, wo sie jetzt 20 Jahre gesagt haben, das ist die Lösung aller Dinge, obwohl das nicht stimmt, selbst dort tun sie jetzt Einspruch erheben, zum Beispiel im Wallis. Und da ist wieder genau das Gleiche. Ich meine, es sind ja sehr viele Linke, die extreme Zuwanderung, die wir haben im Land, immer wieder verteilen.
verteidigt haben, die jedes Mal Personenfreizügigkeit zum Evangelium erklärt haben und keine Kritik gelten. Aber irgendwie wollen sie dann auch Konsequenzen wieder nicht tragen, sondern im Prinzip müssen dann einfach irgendwie andere Leute das tragen, dass das dazu führt, dass man mehr Wohnungen bauen und dass man die Wohnungen irgendwann bauen müssen in einem Land, wo halt nicht so gross ist wie die Sahara. Sollte eigentlich auch einem durchschnittlich intelligenten Linken auffallen, aber Zürich ist wirklich, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, Zürich ist am Verbünzeln. Wir haben ein linkes Regime, ein Schrebergarten-Hirni-Regime und das ist total typisch auch wieder für das Schrebergarten-Regime, das dort herrscht. Ja, aber meine, Ursula Koch hat es schon vor 25 Jahren gesagt, Zürich ist gebaut, oder? Also ich meine, die SP ist schon damals auf dem Trip gewesen. Das ist also, ja, man will nichts ändern, weißt du? Das stimmt, aber dort ist man wenigstens auch gegen Wachstum gewesen, was Zuwanderung betrifft. Das ist ja 90er Jahre gewesen. Da ist so dagegen gewesen? Ich weiss es jetzt nicht. Gewerkschaften sind dort also stark dagegen gewesen. Beim EWR ist das auch noch ein Thema gewesen. Personenfreizügigkeit ist ja, da muss man auch wieder mal die Leute immer wieder darauf hinweisen, die Personenfreizügigkeit ist etwas, was niemand hat wollen in der Schweiz. Mhm. Wir haben das als Konzession müssen. Es war eine Erpressung von der EU und im Prinzip ist es vor allem um die Swissair gegangen. Nämlich, man hat mit der Swissair uns erpresst und seither haben wir jetzt einfach jedes Jahr etwa 100.000 Leute mehr. Und deshalb sollten wir eigentlich die Stöcke können aufbauen. Gut, aber wir können es nicht, weil die Linksgrünen lieber in der Schweiz in die Höhle wollen wohnen. Gut. In der Türe. In der Türe. Und jetzt haben wir noch ein anderes Thema, das auch wieder erfreulich ist. Critical Mass. Das ist auch so ein birrenweicher Saubannerzug von unseren Velofahrern die ganze Zeit in der Stadt Zürich, um alle hässig zu machen, weil sie sind ja die besseren Menschen. Es gibt kaum eine frömmlerischere Bewegung seit dem Savonarola als die blöden Critical Mass Idioten. Da hat jetzt endlich die Polizei angefangen einzugreifen. Wie sieht es da aus? Ich finde das gut, Critical Mass, weil es ist ja wirklich, das ist ja das, was sie machen. Sie machen einfach ein Mess, oder? Indem sie einfach mit Velo rumfahren, möglichst langsam, möglichst alles blockieren. Stadtpolizei Zürich, oder? Wo unter grüner Regierung ist, hat jetzt 52 Bussen verteilt von rund 200 Franken. Es gibt vielleicht Unterschiede. Man hat da nicht alles kommuniziert. Und da kommen noch Schreibgebühren dazu. Und sie macht das lustigerweise genau ein, zwei Tage, bevor Critical Mass wieder will, so einen Velo-Corso an einem Freitagabend durch Zürich machen. Und die Stadtpolizei hat auch gesagt, ja gut, am nächsten Freitag machen wir es halt wieder. Und ich finde einfach 52 ist zu wenig. Weil da, also so eine Velo-Corso gehen mehrere hundert. Und ich finde das auch, die neue Einnahme Quelle, oder? Weil die fahren ja alle mit dem Velo, also Bussen wegen Rasen kann man denen nicht anbrummen, aber ich finde das gut, die machen etwas für die Stadtkasse. Hey, ich finde, man sollte die alle einkesseln, Kreis 5 und für einfach mal einen Tag ein bisschen festhalten, damit sie mal merken, wie das schön ist, wenn man illegal ist. Sie müssen das auch mal spüren. Gesetze sind da zum gebrochen werden und das sollten die Linken auch wieder einmal ein bisschen spüren, dass man eben Gesetze hat. Ich habe nichts dagegen, wenn man die berichtet, aber dann soll man wenigstens Konsequenzen tragen. Gut, wir kommen noch zu einem anderen Dauerbrenner fast, muss ich sagen, auf Bern einfach. Wir müssen wieder über die Genderstern bei der SRG reden. Wir haben am Dienstag vom Olden, der wird jetzt abgeschafft beim SRF. Dann haben wir gestern müssen das dementieren, oder haben gemeint, wir müssen das dementieren, weil ein paar Leute von der SRG uns angerufen haben und gesagt haben, das stimmt nicht. Jetzt haben wir gehört von der CH Media, von dem entsprechenden Journalist, das ist der Francesco Benini, einer, der ziemlich viele Primeur immer wieder produziert hat, die stimmen, ausser die, die er mal geschrieben hat über die Basler Zeitung, aber da weiss er selber. Gut, nein, aber offensichtlich, was der Francesco Benini gesagt hat, stimmt absolut. Dominik, du hast Einzelheiten. Ja, also man findet die Dokumente auch online, oder? Man findet die publizistische Leitlinie von 2021. Dort hat es den entsprechenden Satz, den findet man dort drin, oder? Also dort hat, das muss ich rasch aufrufen, dort steht wirklich der Satz drin, auf sozialen Plattformen kann man auch den Genderstern einsetzen, wenn es den Erwartungen der Zielgruppe entspricht. Und in der aktuellen Version ist der Satz nicht mehr drin. Also das stimmt. Aber man hat's natürlich, oder der Francesco Benini hat's natürlich ein bisschen aufgechast, oder? In dem, kippt, und er hat's mit Frageform versehen. Das machen Journalisten immer, ein Fragezeichen im Titel, wenn man so ein bisschen eben ein bisschen aus einer nicht wahnsinnigen Geschichte, eine sehr grosse Geschichte gemacht hat. Aber, trotzdem,
man muss sagen, der Fakt allein, der Satz ist weggefallen, warum auch immer, das ist interessant, das weiß niemand, sagt auch niemand von der SRG und darum ist das noch sicher eine ongoing discussion. Und ich finde, du tust jetzt ein bisschen stark verwässern, weil letztlich ist wirklich ganz klar, sie haben früher noch gesagt, man kann ihn benutzen und wer die SRG Leute kennt, vor allem die Jungen, weiss ganz genau, dass er wahrscheinlich flächendeckend benutzt worden ist, dass das einfach klar war, dass in der Leitlinie das erlaubt worden ist, hat geheissen, dass man es faktisch benutzt hat oder dass man sogar hat müssen benutzen, weil der Kollege sonst komisch geschaut hätte. Und jetzt hat man den Satz gestrichen und in dem Sinne ist es schon ein Politikwechsel. Also jetzt hat man sicher den Satz nicht gestrichen. Und gut, wir können jetzt auch spekulieren, warum und so weiter, lang noch hinterher. Aber Entschuldigung, die Halbierungsinitiative wird da eine kleine Rolle gespielt haben. Da bin ich jetzt auch wirklich fast sicher. Aber wir wissen es auch nicht. Vielleicht kann uns ja die SRG wieder anrufen und uns informieren. Wir sind sehr interessiert und ihr seht, wir können den ganzen Tag über den Genderstern reden, obwohl es eine der unwichtigsten Nebensächlichkeiten der Weltgeschichte ist. Wichtiger ist nämlich, was Weltgeschichte betrifft, was gestern in Amerika passiert ist. In Amerika ist die erste Debatte durchgeführt worden von den republikanischen Kandidaten. 8 Kandidaten sind auftreten auf Fox News. Es geht um die Nominierung für die Präsidentschaftskandidatur in Amerika für die Wahlen 2024. Erstens, der absolute Frontrunner, der Donald Trump, ist gar nicht erst gekommen, weil er teilweise bis 40% führt und er das Gefühl hat, es ist nicht nötig, er hat wahrscheinlich das auch nicht nötig. Stimmt, aber, und das finde ich eigentlich ist die grosse Geschichte, der Vivek Ramaswamy, der Superstar, der indische Superstar, Tech- und Pharmaunternehmer ist er gewesen, hat eigentlich das jetzt genutzt, das Podium, und ist eigentlich zum Superstar geworden, Dominik. Ja, das ist wahnsinnig, wie der Youngster, wie der Sohn von Einwanderer abgeräumt hat, rhetorisch brillant hat er das gemacht. Er ist dann Hauptziel geworden von den 7 anderen, hat das aber trotzdem hervorragend gemeistert. Man muss sagen, er ist der Star gewesen von dieser Debatte, auch, glaube ich, weil er sich hinter den Trump gestellt hat. Er hat gesagt, er sei der beste Präsident, den es je gegeben hat. Trotzdem ist er natürlich noch weit weg von der Wert, wie ihn Donald Trump sich genießt in der Basis. Gut, er hat gesagt, der beste Präsident, glaube ich, hat er gesagt, 21. Jahrhundert oder 20. Wenn er 21. Jahrhundert 21. gesagt hätte, ja gut, eben, da hätte er natürlich noch nicht so viele Gegner gehabt. Ich meine, das ist Bush 2 und Obama und Joe Biden und da hat man noch schnell einen Spitzenplatz errungen. Ja, ich meine, Ramaswamy, da muss man einfach sagen, das ist ein Superstar und vor allem ist auch, er ist bekannt worden durch ein Buch, das er geschrieben hat, das heisst Woke Incorporated, wo meiner Meinung nach eine von den besten, aber auch kritischste Beschreibungen ist von der Entwicklung von der grossen Konzerne in Amerika. Er ist selber, du hast es gesagt, er ist Sohn von Einwanderern aus Indien. Er ist wirklich zuerst in der Schule ganz, ganz schlecht gewesen und vor allem ist er total gemobbt worden in der öffentlichen Schule als Dunkelhütige. Und dann haben die Eltern mit einem Stipendium ihn können an eine private Schule bringen. Und was ist das für eine Schule gewesen? Eine Jesuitenschule. Natürlich. Und du hast vorher darauf hingewiesen, dass er auch jetzt noch zeigt, dass er bei den Jesuiten ausgebildet worden ist. Ja, der Insider fällt das natürlich auf, oder? Also, es hat eine Szene gegeben gestern, wo er den Chris Christie angegriffen hat. Das ist der von diesen 8 Kandidaten, der eigentlich nur kandidiert, um eine alte Rechnung mit dem Donald Trump zu begleichen. Und das ist typisch, das scholastisch, 13. Jahrhundert, Thomas von Aquin, man tut in so Diskussionen immer die Position vom Gegner wiederholen und sie dann für die eigene Argumentation nutzen. Also er hat dann gesagt, jawohl, Chris Christie, wenn du sagst, die Kandidatur von Donald Trump sei nur aus Rache und aus Ärger, dürfte dann nochmal kandidieren in 2024, dann wäre das ein gutes Argument, wenn nicht du würdest genau aus Rache und Ärger kandidieren. Und das ist brillant. Und der Insider, der auch ein bisschen katholische Rhetorik haben, die haben das sofort gemerkt. Genau, und können wir natürlich Tränen über. Genau. Da muss man jetzt zugeben. Ja, nein, ich gebe es ja zu. Ich habe grosse Bewunderung für die Jesuiten, auch wenn sie den Sonderbundskrieg ausgelöst haben, wo ja eigentlich unter dem Strich auch gut rausgekommen ist für die Schweiz. Nein, man hat sie vertrieben. Es ist schon gut, dass man die vertrieben hat. Aber was noch wichtig ist, beim Ramaswamy, muss man jetzt einfach mal sagen, es ist wieder einmal eine richtige amerikanische Geschichte, oder? Das ist wahnsinnig. Ja. Sohn von Einwanderern geht nachher an die Jesuitenschule, geht nachher auf Harvard, geht nachher auf Yale, macht eine glänzende Karriere zuerst an der Wall
Wall Street, nachher wird er Unternehmer, hat ein Pharmaunternehmen, das er aufbaut, nachher ganz interessant, wie er sich politisiert, unter anderem, weil er als dunkelhütiges Gefühl gehabt hat, er müsse da sich nicht speziell äußern, so Black Lives Matter und so weiter, kommt total unter Druck. Also, ganz interessant, leset das Buch, es ist meiner Meinung nach eins wirklich von den besten Bücher zu der ganzen Corporate Culture, die heute herrscht, im Westen, nicht nur in Amerika. So die Sachen, die er beschreibt, haben wir auch in der Schweiz. Es kommen übrigens auch Beispiele aus Europa vor. Nein, ganz eine interessante Debatte. Führt nicht dazu, dass der Trump wahrscheinlich nicht Kandidat wird. Es ist extrem wahrscheinlich, dass der Kandidat wird. Aber es könnte durchaus sein, dass ein Ramaswamy zum Beispiel zum Running Mate wird vom Donald Trump. Er hat sich da meiner Meinung nach fast angedient für das. Gut, wir schauen weiter. Das war Bern einfach an dem 24. August 2023. Und ich freue mich, Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcast. Tönt uns weiterempfehlen, tönt uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.